Freunde, hallo Kameraden. Heute hier wird einen Eintrag von mir. Und zwar in mein persönliches Logbuch. Ich guck zurück, ich schreibe auf, was damals alles passiert ist. Ich war noch an der Front, war Leutnant. Es war eine andere Zeit, ne? Ich hatte noch ein Bärtchen dazu. Jetzt hatte ich nur eine normale Bart, aber damals hatte ich ein Bärtchen, deswegen haben mich alle Leutnant Bärtchen genannt. Später wurde ich dann Admiral. Das stand mir auch besser, aber ich musste natürlich erstmal gucken, wo denn geht, ne? Frisch vom Schlachtfeld, fast noch mit dem Mützchen auf, da, was man hat auf dem Schlachtfeld, wurde ich dann in einen Panzer gesetzt. Ich konnte nix, war ein Riesenpanzer, damals noch vom Admiral, der noch über mir stand. Ich musste rein aufs Schlachtfeld und wie das ausgegangen ist. Ja, das gucken wir uns doch mal nett an. Man bedenke bitte dazu, früher war eine andere Zeit, deswegen auch der Bart. Und ich habe sehr oft bei meinem Panzerfachten mit dem Publikum gesprochen. Genießt es, liebes Publikum, ne? Hallo, liebes Publikum, herzlich willkommen. Ich bin hier mit meinem Panzer, ich bin gerade von meinem Admiral, bin ich da rein gemacht worden, nicht? Jetzt muss ich hier mit der dicken Bertha schon fahren. Man nennt das die Stufe X, das ist das Objekt 268. Liebes Publikum, wir spielen eine Runde World of Tanks und machen ein nettes Gefecht daraus. In der Beschreibung, meine Freunde, sind natürlich auch noch einige, ne, Goodies dabei. Von den guten Leuten von Wargaming hat mir der Admiral so geflüstert. Das heißt, ihr müsst da schön draufklicken. Wir begeben uns jetzt in die Schlacht von Katar. Ihr seht es hier, der Maus ist auch da. Guten Tag. Ich natürlich als Deutscher getarnt unter den Sowjets. Kämpfe aber hier zusammen mit der Maus. Maus, legen wir los. Hast du richtig gehört. So, die gegnerische Basis muss eingenommen werden. Das kriege ich hin. Im Graben war es kein Problem, von daher mit dem Panzer schon ähnlich. Schön von außen wird sich jetzt rangeschlichen. Das machen wir. Es ist schön doch. Oh, da ist er. Satz. Uiuiui, habe ich dich erwischt, du alte Socke, du. Uiuiui, das war ein bisschen zu weit. Doch. Oh, da kämpft die Bertha, da kämpft sie. Komm mal, komm hoch. Komm hoch jetzt, Bertha! Komm! Hey! 6. Uiuiuiui, da knallt aber ordentlich wieder, du. Uiuiuiui, das ist nicht gut, denn. Uiuiui, beschädigt. Krieg ihn mal hin. Uiuiui, schon wieder. Ich hab ne Admiral gesagt, ich kann das noch nicht. Wie konnte das passieren? Können wir's reparieren und auf ein neues Schlachtfeld, der Admiral? Kameraden. Wenn der Leutnant des Bärtchens hier ist, dann heißt das, wir müssen hier gewinnen. Ich habe den Admiral wieder gesagt, ich kann es nicht, aber ich probiere es jetzt wenigstens nochmal. Uiuiui. Okay. Da sind die Ersten dann genau vor uns. Jetzt muss ich schön in der Stadt hier versteckt werden, hat mich der Admiral gesagt in der Einweisung. Da ist nichts, da können wir noch ein bisschen durch. Muss jetzt geschlichen werden im Korridor. Aus dem Nichts muss die Überraschung kommen, Leute. Zack. Einfach von hinten umfahren, die ganze Misere. Und fatz macht das jetzt gleich. Fatz, ich sag es. Ach du heilige Scheiße. Das ist natürlich nicht gut jetzt hier. Da hat mich natürlich wieder keiner gewarnt vor. Das kann nicht sein. Oh Jott. Das kann nicht sein. Das ist es doch nicht wahr. Ich kann es nicht mit den großen Geschöpfen. Ich muss mich meinen eigenen Panzer machen. Das größer machen und besser machen. Das geht nämlich nicht sonst. Das geht so nicht weiter, Herr Admiral. Jetzt erstmal raus hier. Ich habe gemerkt, so kann es nicht weitergehen. Erstmal nachdenken, nachzügeln. Ein eigenes Gefährt basteln. Was größer ist, besser ist. Was nicht so eine getarnte Sowjetschuppenpanzer ist, sondern vielleicht schön was aus den eigenen Reihen. Deswegen habe ich gebastelt. Mir einen riesen Arsenal zusammengekocht. Und mit dem Arsenal, ja, da
konnte ich natürlich einiges mit anfangen. Wenn eine zerstört war, habe ich mich einfach in eine neue genommen. Ausgebildeter Panzerfahrer war ich auch und endlich Admiral. Admiral Bärchen. Ich meine natürlich Bärchen, habe ich mich was versprochen. Unangenehm. Aber das ist ja auch ein Tagebuch. Da kann man sich auch mal versprechen. Also schriftlich. Also verschriftlichen, also. Ich meine natürlich Admiral Bärchen. Das war das Richtige. Ein neuer Panzer wurde zusammengeknüppelt. Viel Spaß wurde mir gewünscht, ne? Weil ich als Admiral jetzt auch mein Heer befehligt habe. Die Städte verteidigt habe und drumherum auch noch probiert habe, die Luft reinzuhalten. Natürlich gibt es auch hier wieder Aufnahmen. Das sehen wir uns doch direkt mal an, nachdem ich hier eingeräumt habe. Liebes Publikum, inzwischen habe ich meinen Panzer gefunden, aufgebaut, besser gemacht. Ich bin jetzt kein Leutnant mehr, sondern Admiral. Ich bin es selber, der Admiral. Admiral Bärchen. Leutnant Bärchen war gestern. Jetzt wird zurückgeschlagen mit dem deutschen Panzer. Selbst gebaut, selbst geschweißt. Das hier ist er, der VK 3001. Es ist ein schwerer Panzer. Das muss genauso sein mit dem VK. Hier da rein, der Vorverkauf. Rein in die Schlacht jetzt hier. Kameraden, ihr geht vor, ich sichere hinten alles. Schön hinter dem Hetzer hinterher. Wir müssen auch gucken, dass wir schön stadtseitig bleiben. Da ist er schon. Da ist er schon der Erste. Da ist er schon der Erste. Jetzt gucken wir mal. Langsam. Oh, da sitzt er. So, das kann nicht sein, doch. Das kann nicht sein! Nicht so schlimm. Wir kehren direkt zurück aufs andere Schlachtfeld. Ich habe gesagt, ich bringe ein Arsenal mit. Das habe ich auch gemacht. Weiter. Jedet direkt zurück ins Feld. Nur diesmal die Stadt von der anderen Seite. Da ist schon anscheinend ein bisschen was abgegangen. Ist aber nicht schlimm. Deswegen kommt jetzt der PZ. Und der ist jetzt nicht klein, aber oho. Sondern die Gegner sagen zu ihm, oh, der ist aber klein, aber oh, oh. Genau, weil das so eine Tier ist. Schnell zu unseren Freunden, zu den Truppen. Auf das Schlachtfeld. Oh, da ist der Treffer. Oh, da ist schon wieder ein Treffer. Unfassbar. Da ist er. Wo ist er? Wo kann man nicht den treffen, du alte Sau, du? Die alte Potsau, ne? Da war er. Fast noch getroffen und. Da, Mann! Da, Mann! Was machen wir jetzt? Unfassbar! Unfassbar! Das kann es nicht sein! Aber das Admiralsgeschoss, das schließt zurück. Das Bärchen lässt sich nicht so leicht aufheben. Wir haben noch einiges in petto hier. Direkt vor den Toren der Stadt niedergelassen wurde ich hier. Kein Problem, sage ich mir. Der PZ-38H direkt noch aus dem Hangar geholt. Weiter geht direkt die ganze Schlacht. Da wird Stückchen für Stückchen der Vorteil sich erarbeitet, genauso wie das sein muss, Freunde. Da haben wir ihn einmal. Da haben wir ihn zweimal. Und da ist er weg. Haha, Admiral Bärchen kommt wieder zurück. Schön von der Seite. Jetzt wird das Volkchen hier übermannt. Zack, zack, zack. Durch. Links, rechts, Kameraden. Die Taktik des Admirals geht auf, Freunde. Von links über das Wasser wieder in die Basis. So wie wir es früher gelernt haben. Ich guck mal, ob ich nochmal von der Seite hier unterstützen kann. Mitten in der Fahrt kommt er und was macht er? Zack. Angst haben sie, Angst haben sie. Schön. Hier, 30 Sekunden braucht das Ganze. Dann ist das hier übernommen. Wir kriegen das hin. Die Taktik des Admirals geht auf. Ich sage es euch, da ist die Schlacht vor der Stadt gewonnen. Gewonnen. Dann heißt es für uns jetzt, nicht lang zögern, in die nächste Schlacht. Direkt nochmal schön ins Gefecht. Der PZ ist wieder dabei. Freunde, wir müssen uns den Weg jetzt durch die Stadt bahnen. Das Gefecht draußen ist gewonnen. Admiral Bärchen sagt euch. Das müssen wir jetzt hier auch schaffen. Da wollt ihr das wissen. Ihr hattet auch erfahren, nicht? Uiuiui. Wir gehen mal links rum. Ui, 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 ui.
Uiuiuiuiui, wir müssen mal weg von der Ecke hier, die ist ja in meine Fälsch. Uiuiui, da hat aber einer wieder voll drauf gehalten. Und so wie es ist, kann es nicht weitergehen. Die Schlacht muss jetzt hier geschlagen werden. Admiral Ärmchen. Meine ich ja gar nicht. Oh, da ist er durchgegangen. Einmal jetzt noch. Komm, Freunde. Nee, das geht doch nicht. Unfassbar. Ich dachte dich. Ich weiß nicht, wie viel Chinesen ich bekomme. Nochmal vom Admiral, um damit auf die Schlacht zu gehen. Aber ihr könnt ja für mich auch mit in die Schlacht gehen. Das Spiel ist free to play. Das wisst ihr ja alle, ne? Sehen wir uns weiter aus dem Schlachtfeld. Ich muss die Garage weiter leer machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr einen Daumen nach oben da. Oder? Oder nicht? Oder doch? Macht man das so? Das Publikum macht das natürlich immer. Leute, Dankeschön. Macht es besser. Erster Link in der Beschreibung. Und dann sehen wir uns ganz fies und mies auf dem Schlachtfeld wieder. Tschüss jetzt. Das war's jetzt. Die Stadt war gesichert. Mein Erbe auch. Glaube ich zumindest, bin mir nicht ganz sicher. Aber das war für euch ein kleiner Einblick in die Zukunft und in die Vergangenheit und in das, was noch kommen wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz genau, wo es hin war. Ich, Admiral Bärtchen, begrüße euch hoffentlich auch das nächste Mal wieder. Des Weiteren habe ich hier noch irgendwas bekommen von meinem Bruder, der ist Kapitän. Vielleicht lässt er ja auch nochmal von sich hören, ne? Ich habe gehört, er ist so ein bisschen ein merkwürdiger Typ. Aber das ein andermal. Und vor allem bin ich auf einer Toilette. Naja, egal, selbst wenn es ein Klo ist. Vor allem möchte ich mich bedanken bei meinen Kameraden, bei allen anderen und bei der Menschheit. Das war meine kleine Geschichte für euch. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder auf dem Schlachtfeld. Ich glaube, das is it, das war es. Und Admiral Blott ist auch stolz auf mich. Denn ich glaube, der hat auch so was gemacht mit Erzählen, oder? Herr Blott. Ja, der ist schon wieder am Schlafen. Das ist eine alte Nein mir, ne? Dankeschön, Herr Blott. Liebe Kameraden. Tschüss. Das Video ist vorbei, ist aber nicht schlimm. Like mein Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.